Digga, bei Nachtfalten ist so Komm jetzt an. abfuck. Es geht eigentlich voll hell, Digga. Ja, es ist ja nicht, weil es dunkel Aber ist. ich brenn. Wieso brennst Oh du? Gott. Hinter dir, Ich hinter brenn. dir! Der Fabo kommt von hinten! Ja, mein Witz war wieder dabei. Nimm So. doch erstmal den Schwanz aus dem Mund, Digga, wenn du die Ansage machst, Mann. Herzlich willkommen. Digga, wer soll dich denn so verstehen? Mann, die kennen das Intro doch, das ist nicht richtig. Intro ist sehr wichtig, das weißt du selber. Auf YouTube. Yo. Hey Leute, was geht? Kartoffel hier und so. Klaut der schon wieder, Alter? Alex, wo bist du? Hier, gegenüber von dir. Bist du das? Ich gehe auf jemanden zu. Bist du das? Blub! Oh! Willst du dein Diaschwert kaputt machen oder was? Ja, klar. Klar, Digga. Entschuldigung. Richtig gut. Richtig geil, ne? Weißt du, was Einfach das mal Problem starten. ist? Ich brauche mal ein bisschen was zu fooden. Fighten. Bock Hat keiner auf. gehört. Fabo. Oh Gott, jetzt sind wir im Arsch. Jetzt sind wir im Arsch, Boy. Was ist denn das für ein. Was will der denn? Was ist denn mit dem? Was ist denn mit dem? Lass mein Essen in Ruhe, du hast mehr als genug, Arschloch. Ich hab doch noch mal was reingepackt. Oh, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Die kommen direkt auf uns zu, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir, da. Da kommen die zwei. Jemand? Ich sehe niemand. Da hinten, geradeaus durch, die haben Full Dia. Tschüss. Hey, ciao. Ja, wir sind am Arsch, Boy. Wir sind richtig im Arsch, ne? Warte, warte, ich hab eine Idee. Komm mit ans Wasser, wir müssen am Wasser kämpfen. Wenn die irgendwie Lava-Eimer oder irgendwelche Bögen haben oder so, dann können wir uns wenigstens schnell löschen. Das wäre jetzt so meine Vermutung. Ja, das war's mit Bloody Beach, meine Freunde. Wenn es euch Ja, gefallen ich hat, lasst glaube, einen das wird Daumen die nach oben letzte da. Folge. Geil, Alter. Überhaupt nicht übersteuert der Marcel mal wieder, wenn er macht. Richtig Ich bin nice. halt einfach ein glücklicher Mensch. Vor allem, ich kann das nicht mal nachbearbeiten. Ja, das Problem Weil er das ist. nicht als Übersteuerung erkennt. Das Tja. ist noch im Rahmen bei Audition. Das ist ja das Behinderte. So, das Ding ist. Komm, lass einfach drauf jetzt, ey. Nein, wir müssen schon. Digga, ich sehe die nicht. Oh nicht, die kommen jetzt wahrscheinlich gleich so von links, Alter. Von unten. Aus dem Boden, so wie ich es immer vorhergesagt habe. Heißt ein Crew rechts. Ich sehe die nicht mehr. Ich habe halt mitbekommen, dass die halt extrem viel gefightet haben. Die werden jetzt wahrscheinlich ultra den Stuff von den anderen haben, sich Ja, dann auch gut. selber Ja, Duff nee. organisiert haben. Klar. Wir sind halt einfach die Low Bobs. Ja, vielleicht ist Angriff die beste Verteidigung, weißt du? Einfach drauf. Was? Bist du wahnsinnig? Aber vorher lass mich nochmal meine Sachen ins Backpack packen, weil ich gönn denen das nicht. Dann halt dein Maul. Du Renn, Alter. musst dich in die andere Richtung umgucken, aber die waren irgendwie Richtung Spawn, da waren sie beide auf jeden Fall. Ach, Digga, ich sehe die ganze Zeit so ein Skelett, Mann, ey. Ich Komm hab mit. die gar nicht gesehen, das fand ich so komisch. Komm mit, Alter, ich sehe hier nichts im Gras. Oh, Skelett, Creeper. Weich. Ja, ich weiß. Boing. Oh, Digga, ey, ohne Okay. Witz, wir müssen. Wir müssen uns erstmal um Verzauberten die. Bogen. Ja, völlig egal. Wir müssen uns aufpassen, dass uns die Viecher Oder nicht hat er nicht ficken. gedroppt? Hat er nicht gedroppt? Nee, wir müssen, wie gesagt, trotzdem aufpassen, dass uns die Viecher nicht ficken, weil sonst, wenn wir dann Vor gleich allem, das ist ja nur geschwächt in einer den von fucking denen Fight aus dem gehen. Team. Nee, das waren beide. Da waren zwei Ja. Leute, die sind zusammengelaufen. Ich meine jetzt von Fabo. Ja, Fabo juckt mich nicht, Mann. Mich jucken die anderen beiden. Die haben wir gerade gesehen. Oh, ich dachte jetzt Fabo. Nee. Hast du Aber den anderen beiden weiß ich nicht, ein ob die bisschen jetzt Essen was für machen. mich? Beziehungsweise ich habe noch vier Steaks, aber dann Ich hab habe jetzt ich alles wenigstens. gedroppt aus Versehen. Gib mir mal Hilfe. Mann, verpiss dich. Mann, Digga, erschreck mich doch nicht so, du Eumel. Also die beiden sind auf jeden Fall gerade froh und glücklich. Achtung, Creeper. LOL! Ernsthaft? Alter. Ja, du bist jetzt raus, ne? Nee, ich bin nicht raus, aber. Ja doch, Digga! du darfst nicht mehr respawnen. Das war das letzte Ticket, was wir hatten, natürlich. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall jemanden töten. Weil sonst. Hä? Du darfst jetzt halt niemanden angreifen, 5 Minuten. Jo, ich zieh mich hier erstmal feuchtfröhlich an. Digga, Hä? instant tot, Alter. Wie kann Ja, das ich sein? hatte volles Leben und komplette verzauberte Rüstung! Ja, eben, deswegen, ja. Ja, wir müssen jetzt nur Leben haben, ne? Ja, haben wir auch. Ja, haben jetzt null Leben. Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir. Ja, wenn wir jetzt sterben, sind wir. Tschüss. Ja, aber. Hä? Nee. Ich verstehe Ach, das hier gerade oben ist noch nicht. was. Eine Feder. Na, ist nicht Ja, wichtig. die habe ich da hingeworfen. Das war auf jeden Fall richtig GG. Hä? Digga, ich komme da gerade nicht drauf klar. Oh, ich kämpfe jetzt mit Chicken, Wir Digga. beide Digga, kommen jetzt. gerade nicht darauf klar.
Damit hätte ich jetzt. Na, immerhin habe ich jetzt Essen! Da sind zwei. Oh, die kämpfen auch. So, mit drauf? Das Ding ist, weißt du, was das Witzige ist? Ich habe jetzt wieder Essen! Warte. Nein, lol. Warte, ich muss mich kurz. Ich habe hier noch ein, zwei Sachen, die ich in mein Inventar packen wollte. Ich muss essen. Digga. Ja, Alex. Warte, ist dein Goldapfel gleich? Warte. Wo ist mein Bogen? Sag doch, wann ich essen soll, Digga, Skelett! Hinter dir Skelett! Ja, komm, hier, komm hoch. Ja, warte, ich bin auf dem Weg hoch. Ich esse dann. Ich pack dann. Oh, Creeper! Oh, Hexe! Ich hab den Bogen wieder. Ja, komm, lass essen jetzt. Ja, okay, rein. Essen und rein. Ey, der Creeper fickt mich! Ich komme! Digga! Hilfe! Ich bin neben dir. Ich bin noch voll. Alles gut. Gut, der ist low irgendwie. Die rennen weg. Okay, ich komm. Getroffen. Ich bin drauf. Mit dem Bogen drauf gewesen. Komm. Ja, ist doch scheißegal. Scheiß auf die Zombies. Digga, bei Nacht fighten ist so abfuck. Ja, es geht eigentlich voll hell, Digga. Ja, es ist ja nicht, weil es dunkel ist. Ich brenn. Wieso brennst du? Oh Gott. Hinter dir! Der Fabo kommt von hinten! Die schwule Sau! Versucht zu kommen. Pass auf den Bogen auf. Der hat übel den starken Bogen. Der hat mir auch voll viel abgezogen, Digga. Ich brenn. Ich bin gleich tot. Safe. Ich muss ins Wasser. Nee, okay, ich brenn nicht mehr. Alles gut. Oh Gott. Nein! Digga! Was? Der Fabo rennt weg. What the fuck? Hä, du bist tot? Lol, nö. Wie denn? Er hat dich getroffen. Digga, ich bin jetzt zwischen zwei Fronten. Wollen die mich verarschen? Nö, das mache ich nicht mit. Du bist raus, ja. Aber hä? Digga, weißt du, wie abfuck das ist, zwischen zwei Fronten zu sein? Der Fabo kam einfach hier. Der kam einfach von hinten. Was war denn das, Alter? Ich habe nicht mal Schaden gerade bekommen. Da stand einfach auf einmal, du bist aus Bloody Beach 2 ausgeschieden. Ich denke mir so, okay. Hast du noch irgendwas, was ich gebrauchen kann? Ja. Nee, das ist, wenn du stirbst, dann bist du so. Ja, in dem klar, Moment, wo du getroffen wirst und verreckst, bist du dann direkt raus. Ja. Ja, ich hatte also, nicht mehr viele Herzen. Ich hatte, glaube ich, 4 oder 5. Der Fire Aspect Bogen, der hat richtig wehgetan. Ja, der hat auch übel Schaden gemacht. Der hatte wahrscheinlich auch auf den Ding. Also ja, nicht Power 5 oder so, Alter. Der hat ja die Hälfte vom Leben instant abzogen, Alter. Ja. Scheiße, Mann. Will noch jemand, Digga? Ich bin hinter dem. Dann darf ich, glaube ich, wieder rein. Nee, darf ich nicht. Wir haben ja jetzt minus ein Leben. Der hat jetzt sein Healing Potion hat er verbraucht. Zwei Heal Potion hat er raus. Voll behindert, dass ich jetzt nicht sehe, was abgeht. Ich treffe ihn die ganze Zeit mit dem Bogen. Ich bin hinter ihm. Okay. Er rennt weg wie so eine kleine Schmusekatze. Frag mich halt, warum der alleine auf dem Server ist. Digga, keine Ahnung, weil sein Teammate gestorben ist. Das Ding ist, meine fucking Bow-Skills sind eigentlich so episch, ne? Aber der Typ, der rennt einfach weiter weg. Ja, du hättest deinen Bogen vielleicht verzaubern sollen, naja. Hab ich doch. Der ist auf Power 1. Ja, klar. Jetzt mach meine Respawn-Zeit ist nun rum, okay. Ach stimmt, du darfst ja eigentlich gar nicht kämpfen. Ist doch völlig egal. Er hat mich einmal verbrannt, dann war ich auf halbem Leben, dann hab ich mich vollgeratzt mit dem zweiten Bogen, mit dem zweiten Dingens, mit dem zweiten Dörfappel. Gut, wenn's von beider Seite aus in Ordnung war, dann ist ja okay. Ist doch völlig egal, Mann. Da ist doch jetzt keiner hat drunter gelitten oder so. Der rennt weg auf jeden Fall. Der rennt auf jeden Fall weg jetzt. Die anderen beiden sind auch verschwunden. Ja, keine Ahnung, wo die anderen beiden sind. Oh, ich glaube, der hat sich übel. Ja, jetzt kommt er wieder mit seinem hässlichen schwulen Bogen, Alter. Ohne Witz. Geh weg, Mann. Ja, hinter mir sind 3 Zombies, 25 Skelette und dieser kleine Spacken. Alter, so. Der soll sich verpissen mit seinem scheiß Pissbogen, Alter. Das Ding ist, ich habe keine Übersicht über mein Inventar. Zu gucken. Einfach nicht zu sehen, ja, was ich schick dir nachher meine. Ja, deine Folge, das wäre ganz gut. Ja, ich schick dir das alles. Digga, ich muss auf jeden Fall seinen Bogen dodgen. Die anderen beiden. Ja, das Ding ist, wir machen die anderen beiden Sorgen, weil die sind einmal verschwunden. Mensch, tauchen jetzt gleich wieder auf. Ja. Warum sollten die sich komplett raushalten, Digga? Warum? Digga, der mit seinem Bogen, er hat mich getroffen. Digga, ich hab direkt 3 Herzen verloren. Vielleicht wissen die halt auch, dass Fabo-Jungs extrem gut sind. Alter Schwede.
Weil die meinte ich ja vor, die haben ja immer übel gefightet, hat man ja in der Gruppe immer gelesen, GG und so. Ja. Und man hat ja jetzt auch gesehen, der Bogen war ja übel stark. Ja, ich bin jetzt im Nether. Du bist instant halbes Leben weg, Alter. Ich bin im Nether. Was machst du im Nether? Ich bin da reingegangen ins Portal, weil ich gebrannt hab. Nether zu brennen, wenn man brennt, in Nether zu gehen, ist richtig gut. Da findet man bestimmt Wassermasse. Nein, ich brenne ja nicht lang. Du hässlicher Mongo, Digga. Das Ding ist, diese ganze Zeit diese scheiß Karotten zu essen, nervt mich. Okay, jetzt gehe ich wieder ins Portal. Und dann gehe ich zur Mitte und bumps den von hinten, Alter. Ach ja, ich habe nämlich vergessen, dass ich ja woanders spawne. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, hä? Ja, 8 Minuten noch. Ja, du spawnst jetzt im Prinzip bei unserer Base hinten. Ja, aber die juckt mich nicht mehr. Ja, geh einfach jetzt zum Spawn. Ja. Alter Schwede. Also das Ding ist, ich habe deine ganzen Sachen aufgenommen. Und dadurch... Hat er nichts von deinen Sachen. Das war so behindert, ne? Ohne Witz. Das Ding ist, der war hinter mir, ist direkt hochgegangen. Ich hab's zischen hören, explodiert, GG. Ich denk mir nur so, hä? Ja, warum? Weshalb? Hallo? Oh ja, ich gehe natürlich in die richtige Richtung. Oh Gott. Aber der hat ja die ganze Zeit wieder nur mit dem Bogen gekämpft. Ja, aber da haben sich die anderen doch auch schon drüber aufgeregt. Naja, Quantum hatte das ja geschrieben. Nicht nur Quantum, noch andere. Das ist halt scheiße, ja, klar, ne? Es ist mega geil, wenn du so einen Bogen hast, weil der fickt halt alles. Ja, aber ist doch schwachsinnig. Nur auf Bogen ist doch dann voll langweilig. Ja, aber da kommst du auch nicht an den ran, ne? Also außer du dodgst dem, aber der ist ja nicht ganz nicht behindert, ne? Im Schießen. Ja, gesehen. Ja. Ich bin schnell gestorben. Oh, lol! Lady Foxseye ist tot. Hit the ground too hard. Ja, die haben sich wohl irgendwo eingebuddelt, weißt du? Oder sind dann schnell abgehauen irgendwie. Oh, fuck! Aua. Ja, das Ding ist, ich habe mein Inventory direkt wieder gehabt, weißt du? Deswegen war das für mich kein Problem, da weiterzufallen. Ja, das war ganz gut. Boah, stell dir mal vor, wir hätten doch ein Bad-End, Alter. Ja, aber das wäre völlig... Guck mal, wie scheiße das ist. Digga, der Creeper, ich habe voll Rüstung, weißt du? Alles... Ja, das war echt ein bisschen komisch. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich hätte jetzt verstanden, hätte ich irgendwie so 5-6 Herzen verloren, okay. Ja, dann hätten wir vielleicht noch kurz weggelaufen. Oder wären, ne? Ja, aber nicht instant tot, Alter. Hätte ich keine Rüstung angehabt, gut, dann ja klar, das ist uns ja auch schon passiert, mit dem Enderman und so. Ja, der Enderman, der war aber echt, der hatte einen echten Scheißtag gehabt, ne? Das eine Mal, wo du auch fast gestorben bist, als du deine Rüstung in die Kiste gelegt hast. Oh Gott. Ich habe ja deine Folge gesehen, dachte so, Alter. Ich denke so, oh Gott, nein! Dachte so, ich bin verballert, weißt du? So, ich bin wieder in der Mitte, aber ich glaube, der Farbo hat sich auch verzischt. Ja gut, dann keine Ahnung, was du jetzt noch machst. Ja, Digga, ich hab eigentlich keinen Bock, jetzt alleine das Projekt weiterzumachen. Also jetzt. Lol, Gauk was slain bei Fabo FZTV. Oh mein Gott, Alter, der rasiert richtig, ey. Spammer, ungeil. Yo, die sind auch schon am Flame. Die haben direkt geschrieben, dass das derbe Scheiße ist von ihm. Spammer und echt ungeil, .. Haben die geschrieben. Na gut, wenn man nichts anderes kann, ne? Alter, hier liegt. Klar, jeder hat so seine Taktik, aber Alter, die ganze Zeit dann. Ja. Gut, das ist dann aber auch kein verdienter Sieg. Nur ich frage mich, wo die gefightet haben. Oh, Pfeile? Aber die sind noch nicht raus, ne? Nee, die sind beide noch auf dem Server. Aber hätte ich den einen gekriegt, also hätte ich den einen, was wollte ich sagen, genau, wäre ich hier geblieben und hätte gesehen, wo die gefightet haben, wäre ich natürlich hingegangen und hätte den Ultra abgestoppt. Dann wäre mir das auch egal gewesen. Der sind am Spawn, ich sehe ihn. Versuch irgendwas zu machen, wenn du stirbst, ist ja eh egal. Ach nee, ist ja eh nicht alleine. Das war, oh. Der scheiß Shop hat ein eigenes Name-Tag, Mann. Oh ja, hat er. Ja, du weißt, Gauk und Lady Foxey darf Schnee angreifen, gell? Ja, nee, die sind nicht im Spawn. Die haben ein Bett gehabt. Ja, und jetzt ist Fabo runter. Jetzt ist er runtergegangen. Ja, einfach Leute slayen und dann gehen, oder was? Ich renn mal zu denen. Ich sehe sie nämlich, sie hat Spawn-Dingens. Sieht der Spawn-Schutz. Da wollen Leute kämpfen und dann kommen da solche Pisser. Ja. Ich will ihr eigentlich. Die hat ihre Sachen gerade alle aufgesammelt. Weißt du, was wir machen können? Alliiert! Ja, ich kann ja nicht mehr drauf. Lame. Ich meine, ich könnte dir als Stimme im Hintergrund und einfach so mitlabern, aber. Wäre auch irgendwie kacke für dich, oder? Ja, ich habe ihm jetzt was gegeben, ein paar Sachen. Ja, was du machen kannst, ist, wenn denen ihre 5 Minuten um sind, kannst du ja mit denen fighten oder so. Ja, nee, das ist schwachsinnig. Ich habe dem jetzt deine Rüstung gegeben und so.
Warte, hier müsste noch irgendwas sein. Wenn du sie fixst, dann haben wir ein ganzes Leben wieder und dann kann ich wieder respawnen. Ja, aber warte ganz kurz. Ich suche mal ganz kurz deine Leiche, wo du gestorben bist. Und dann, ja, ich weiß, du bist da gerade aus dem Wasser rausgekommen und dann bist du da vorne gestorben. Aber ich glaube, da liegt nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich hab, also auf jeden Fall greifen wir uns gerade nicht an. Wir haben uns ein bisschen gegenseitig die Sachen gegeben. Okay. Ja gut, du darfst ja eh nicht aus Spawnzeit. Ja, ich muss Jetzt hier, Mann. Ich schreibe jetzt die ganze Zeit mit denen. Ja, mach das. Die haben mich jetzt gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ja, Allianzen sind halt leider verboten. Das ist mir völlig egal. Gauk schreibt gerade auch in der Gruppe Allianzen gegen unfaire Spieler erlaubt. Richtig gut. Ich folge denen jetzt. Ich bin ja eigentlich ein lieber unfairer Spieler. Aber ich brauche was zu essen, deswegen nehme ich die ganze Zeit. Leute, schreibt er. Der Fabo? Deine Aufnahmezeit ist bald um, ne? Ja. Pass auf, die holen mich jetzt in ihre Base und ficken mich richtig hart in den Popo. Ist doch dann auch scheißegal, ganz ehrlich, Mann. Ja, dann ist es mir egal, dann kämpfe ich, dann wehre ich mich noch. Aber theoretisch... Steh mal kurz auf. Du müsstest eigentlich die Pfeile von denen blocken können, ne? Von dem Fabo. Ich weiß nicht, ob du dann trotzdem brennst, oder? Ich hab da null dran gedacht, gerade mit dem Schild und so. Ja, aber das Ding ist, du musst mit dem Schild auch wirklich treffen, ne? Also, ja. Ich habe nämlich schon bei einigen Skeletten so ein bisschen mit der... Dingens ausprobiert so und das ist auf jeden Fall so, dass du da wirklich genau treffen musst. Also auch, wenn er dich links trifft, also von ihm aus gesehen, dann muss das Schild auch auf der linken Seite sein, so. Whatever, dude. Wird schon richtig sein, was du sagst. Digga, ohne Witz. Das machen wir jetzt so. Soll mich Dom so verbannen? Kann er machen. Ach du meinst, weil er jetzt echt eine Allianz überlegt zu machen? Gut, dann bin ich jetzt kurz runter. Meine Aufnahmezeit ist nämlich jetzt jeden Moment vorbei. Ich gehe runter und dann gehen wir mit denen zusammen auf den Teamspeak und dann machen wir das so. So, ich bin dann... ich muss warten, bis er mir das ausgibt mit Folgenendes erreicht, ne? Ach, das ist auch völlig egal, dann mache ich das gleich länger so. Ja, der Fight war... unspektakulär, braucht man nicht viel zu sagen. Also, ich sag mal, gegen Gauk und Lady Foxy hätte es vielleicht interessant werden können, weil die sind mit dem Schwert auf uns drauf. Na, die haben auch ein bisschen ihr Schwert und sind wir weggelaufen, mit dem Bogen hinterher geschossen und sind wir beide ja auch raufgegangen und auf einmal wurden wir beide von hinten mit dem Bogen getroffen. Na gut, diskutieren wir gleich aus. Nee, das ist ja meine Meinung von PvP, dass man ein bisschen mit Bogen, ein bisschen mit Schwert halt mal so abwechselt. Aber nicht da diskutieren wir gleich drüber. Bis gleich. Tschüss. In dem Sinne, haut rein.